Der Suspek. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da Stempelädle noch ein bisschen dauert, war ich mit meinem Mann und den Kindern in den Teddys. Davon haben wir 5 Stück in der Nähe. Und im Action waren wir auch. Bevor ich aber anfange, zeige ich euch wieder was. Jetzt muss ich mal überlegen. Habe ich nicht noch eine gehabt? Ich habe doch noch eine Sissy Design Karte gehabt. Moment mal. Ich glaube, die habe ich schon verpackt und die anderen weiß ich nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe. Deswegen zeige ich die euch jetzt einfach, weil die gehen dann auch schnell wieder weg. Ja, diese habe ich hier gemacht. Mit Ötbeeren. Diese. Dann diese hier. Machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Die dürftet ihr kennen. Und die hier aber noch nicht. Die, natürlich, klar. Ich habe noch eine gemacht. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich blende die euch mal ein, ihr Lieben. Die hatte ich leider schon verräumt, beziehungsweise bei einem lieben Menschen mit reingetan. Weshalb war ich bei Teddy? In 5 verschiedenen Teddys. Ich habe Magnetpapier gesucht, wie eine Dumme. Wir haben überall geguckt, könnt ihr vergessen. Das gibt es einfach nicht mehr, jedenfalls bei uns. Ist aber nicht schlimm, gibt es im Internet oder von Lawn von oder was weiß ich. Auf jeden Fall meinte die Verkäuferin, ja, gucken Sie doch mal in, wir haben bestimmte Abteilungen, ist klar. Und da gab es in jedem Teddy, ja, so eine kleine Abteilung, da war alles mit Magneten. So. Und da haben wir geblättert und geblättert und ich dachte mir, ja, was soll ich denn hier mit Planer, das ist, ne? So, und da dachte ich mir, Moment mal, Moment. Die sind doch meistens, also der ist so groß, das müsste A3 sein. Passt auf jetzt, Leute. Wartet. Da ist ja hier immer so ein Stift dazu. Das ist Monatsplaner 2,55. Ich habe da ganz, ganz viele mitgenommen. Die Stifte hier kriegen meine Kinder oder was weiß ich. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja? Sogar ein bisschen stabiler und richtig groß. So. Und da könnt ihr theoretisch gesehen, wartet, eure ganzen Stanzen drauf tun. Versteht ihr? Lawn Fawn bietet ja auch so eine großen an. Also ihr könntet normalerweise, macht die das ja auch so, tut die ihre ganzen Stanzen hier hin. Für Ostern, für... Aber das mache ich nicht. Ich lasse die Platten nicht so groß, obwohl ich das auch schön finde. Aber ich wüsste jetzt nicht wohin. Ja? Ich schneide die mir zu. So, ich habe ganz, ganz viele Platten hier rechts neben mir. Zeige ich euch jetzt nicht alle. Dann habe ich mitgenommen ganz viel Klebeband, weil ich das immer mal brauche. Dann gab es bei Teddy so Sticker. Finde ich süß, vielleicht mal auf einen Stempelabdruck drauf oder so. Das fand ich auch ganz süß, vor allem mit den Noten hier. Ja, ach, eigentlich hat man zu viel. Sind wir mal ehrlich, wir haben doch eigentlich... Nein, ich sag jetzt nicht. Hier habe ich auch was vor. Wenn ich zu Ostern Blümchen verschenke, will ich hier was reinbrennen.
Dann habe ich. Boah, die kleben gut zusammen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal mitgenommen. Das sind Magnete. Ganz einfache Magnete. Ja, da habe ich was vor mit. Lasst euch überraschen. Weil ich es nicht abwarten konnte, habe ich die hier mitgenommen. Aber wenn die Stempellädle kommt, ist da was ganz, ganz Schönes mit dabei. Ich hätte mir nämlich was bestellt. Das ist wohl nicht ganz günstig gewesen, aber ich musste, es ging nicht anders. Auf jeden Fall habe ich mir erstmal hier so eine Verpackung mitgenommen. Und ich hoffe, aber ne, ich sehe schon, das passt nicht. Ne, das passt nicht. Naja, es guckt ein bisschen über. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ich habe hier eh noch was vor mit den Eiern. Weil theoretisch gesehen können wir das hier auch selber machen, ne? So. Dann habe ich noch ganz, ganz viele Blöcke mitgenommen. Paint on, den grün, weil der kostet bei uns 10 Euro der Block. Und die kleinen sind bei 5 Euro. Das ist grünes Papier, nehme ich aber gerne für Stanzteile, für Aufleger, weil das ein ganz, ganz tolles Grün ist. Also ich kann mit Aquarellblöcken dealen, ich sag's euch. So, dann durfte so ein Teil hier mit für 5 Euro. Ja, für Fotos oder mal schauen, was ich damit mache. Dann durften die Bonbons mit. Ich liebe die. Die sind mit Brause gefüllt. Für 1,55. Eine Aufbewahrung für Release-Sachen. Dann habe, nee, mein Mann hat das gesehen, fand ich so toll, weil, ne, ich bin ja ein absoluter Fan von, naja, hier so Comic. Und bei Action habe ich das hier gefunden. Guckt mal bitte. Ist das nicht geil? Ich fand das so niedlich. Das kann man zur Not auch noch ausschneiden und gebrauchen. Guckt mal, ist das nicht süß? Ich dachte jetzt, Milo ist in der Tasche. Ist das nicht niedlich? Leute, wartet mal. Ich glaube, mit der Kamera, die ist. Ich glaube, das ist jetzt besser. Habt ihr eine bessere Sicht? Ja, ne? Nee, 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 nee. Freut. Die da gehst du mal raus. So. Ja. Dann habe ich noch Bänder mitgenommen. Ja, 1,55. Die finde ich sehr, sehr schön. Gerade für Osterbasteleien. Noch zweimal Reifen. Dann habe ich diese Pompons mitgenommen für Bilder. Ja. Ich dachte mir, ich nehme den einfach mal mit, vielleicht für einen Hintergrund. Ich denke, für 2 € kann man da ohne nichts verkehrt machen. Und was ich auch noch mitgenommen habe, ist dieser Stencil für Unterwasserszenen. Fand ich richtig toll. Na? Hab ich nämlich noch gar nicht. Haufenweise Osterzeug. Das tue ich gleich mal verstecken, wartet. Bei Action durften Stifte mit. Und bei Teddy so eine Clips, da fixiere ich gerne Boxen und sowas. Und wartet mal, jetzt habe ich euch was unterschlagen. Und zwar
Hier gab es noch Monster. Da habe ich ehrlich gesagt, die habe ich blind mitgenommen. Da habe ich gar nicht reingeguckt. Also das werde ich meinen Kindern geben, ne? Aber falls es jemand interessiert. Und die Hefte habe ich ganz oft mitgenommen. Also sehr, sehr viel mal. Und was ich auch noch mitgenommen habe, wartet. Weil ich weiß, meine Kinder lieben das auch. Guckt mal. Oh, sind die nicht süß? Schaut mal. Die habe ich mal als Stempel gehabt von AliExpress. Ja. Oh, guckt mal bitte, wie süß die sind. Also ich bin ja sonst nicht so dafür, ja. Aber ey Leute, guckt mal bitte, wie niedlich. Ich konnte sie nicht liegen lassen. Schaut mal bitte, wie schnuffelig. Oh, ist das niedlich. Und wenn es nur mal auf den Umschlag ist, ne? Und wenn ich nur mal was auf den Umschlag klebe. Und davon habe ich... Ich glaube, 4 Stück mitgenommen. Weil ich weiß, ich muss teilen. Das weiß ich jetzt schon. Das sag ich euch so, wie es ist. Das weiß ich. Ja. Halt. Einmal Dino haben wir noch. Den habe ich aber nur einmal mitgenommen. Also mein Großer ist ja aus dem Alter raus, ne? Ach Gottchen, nee. Ach süß. Ach, die sind aber auch süß, ne? Ja. Es durften auch drei Aquarellblöcke mit vom Teddy. Die kenne ich noch gar nicht. Die werden ausprobiert. Moment. So, hier ist noch einmal Schokolade, einmal Nähclips ist hier noch, dann gibt es hier noch einmal so ein Band, auch sehr schön, das liebe ich ja sehr, seht ihr das? Einen Hasi. Den könnt ihr hier reinsetzen. Einfach nur auch für Bilder, ne? Schaut mal. Ich stehe auf sowas. Ich finde das so niedlich. Dann durften die Pinsel mit. Es soll Pinsel geben, da ist so eine Flüssigkeit drin. Am Ende ist das auch nur... Naja, wie soll ich sagen? Deko. Aber die hier, die sind wirklich gut. Also. Ja. Die sind schön. Kommen hier oben mit rein. Ja, und die Kulis hier. Die sind auch richtig toll. Die wollte ich euch mal zeigen. Guckt mal. Die sind vom Action. Richtig schön. Und die kann man nie genug haben. Die habe ich beim Action gefunden. Die räume ich gleich weg. Damit das der Kleine nicht mitkriegt. Nee, die tust du auch bitte weg, damit das der Milo nicht sieht. Und dann habe ich die hier gesehen und dachte mir, okay,
Das nimmst du jetzt erstmal mit. Also, Sticker. Ich melde mich gleich. Aha, das sind wirklich Sticker. Seht ihr das? Durchsichtige einzelne Sticker. Und gerade für Ostern. Guck mal, was ihr da alles drin habt. Ganz, ganz viele Blumen. Ich stehe ja sonst nicht auf sowas, Leute, ne? Aber ihr wisst, Ostern steht vor der Tür. Sind das die gleichen hier? Ich glaube. Naja, egal. Jetzt bin ich schon wieder so durch das Video gerast. Oh, guckt mal. Also die sind wirklich schön. Kann man nichts sagen. Ich weiß nicht, wenn man das vielleicht irgendwie mit im Hintergrund macht. Huch. Da eine schöne oder auf eine Verpackung oder was weiß ich. Leute, wir sind doch kreativ, oder? So, haben wir die auch wieder hier drin. Also, ganz, 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 ganz hübsche Sticker. Da ärgere ich mich jetzt, dass ich von denen hier nicht auch noch... Ja, ich dachte, es sind verschiedene gewesen, ne? Die wollte ich eigentlich nicht doppelt haben. Aber die gefallen mir besonders doll. Jetzt bin ich hier so durchgerast. Das wollte ich gar nicht. Ja, und das hier ist Schokolade, ne? Ich mache gerade Goodies, aber dazu sage ich jetzt erst einmal nichts. Und ja. Ja, Milchschokolade. Lecker, lecker, lecker. Ja, ihr Lieben. Ach so, halt. Moment, da war doch noch was. Und zwar habe ich noch das hier mitgenommen. Das habe ich aber ausgepackt. Weil ich dachte mir, das ist vielleicht mal ganz interessant für Hintergründe. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, ich habe mal sowas gemacht. Da habe ich euch mal Hintergründe mitgezeigt. Und ich finde sowas immer cool. Also, warum nicht? Das ist sehr interessant. So, ihr Lieben. Ich verräume jetzt immer alles. Ich habe natürlich schon länger so eine Nähclips, weil ich Kindersachen nähe seit 6, 7 Jahren oder so. Und ich habe aber etwas andere. Also ich habe ganz große, ich habe mittlere. Habe ich hier irgendwo? Ja, wartet. Ja. Da habe ich die billigen und die teuren, guten. Die billigen gehen genauso, ja. Aber die hier sind natürlich auch cool, ne? Die kleinen. Ja, da könnt ihr gut die Punkte fixieren. Also, die sind richtig cool. Ja? Für Boxen sehr, sehr cool. Und in zwei Farben. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Ich habe von denen hier irgendwo mal den Holzstempel gehabt. Also das war so eine Holzoptik. Ich weiß nicht mehr, wo der ist. Weg. Guckt
Warte mal, das ist so schön, ne? Ganz, ganz toll. So, ihr Lieben. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ja, ihr findet bei euch auch ein bisschen was in der Nähe. Gibt ja immer so ein paar schöne Sachen, die man shoppen kann. Ich verräume jetzt alles und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, ihr Lieben. Wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Tschüss.